Herzlich willkommen zu einer neuen Chartanalyse. Und zwar schauen wir heute mal wieder auf den Bitcoin. Da habe ich ja schon ja, sehr lange Zeit nicht mehr drauf geschaut. Und zwar um genau zu sein, Anfang März diesen Jahres, wo Bitcoin ja wirklich, wirklich sehr rasant abgestürzt ist nochmal. Über 50% innerhalb von 3 Wochen verloren hat, zusammen mit dem Corona-Crash natürlich. Und von da an habe ich so ein bisschen das Interesse in Bitcoin verloren. Ich werde auch gleich sagen, warum. Aber bevor ich damit weiter fortfahre, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern nur meine eigene Meinung. So, und zwar habe ich hier einmal eine Kryptowährung verkauft, und zwar genau da, wo dieser Balken, also wir sind jetzt hier im Wochenchart, wo dieser Balken hier diese grüne Linie durchbrochen hat. Und wenn man sich es ein bisschen genauer anschaut, habe ich es genau hier verkauft, weil ich einfach gesehen habe, okay, wir testen schon wieder diese langjährige Trendlinie, diese Aufwärtstrendlinie und zeigen, sobald wir hier an dieser Trendlinie angekommen sind, kein Zeichen von Stärke, so wie wir es hier gesehen haben. Ja? Also Bitcoin hat diese Trendlinie getestet, Bounce, starker Bounce, dann nochmal getestet, nochmal ein starker Bounce. Und dann ging es bergauf und das hatten wir hier nicht und eben deswegen bin ich hier raus, weil diese Trendlinie wirklich sehr lang ist und die kommt aus dem Jahr 2015 und in der Chartanalyse ist es so, wenn eine Trendlinie sehr lange besteht oder beziehungsweise wenn sie auch viele Kontaktpunkte hat, dann ist die sehr signifikant und kann einen auch eine langfristige Trendwende bedeuten. So. Jetzt hat Bitcoin mich schon ein bisschen positiv überrascht, als dass wir zumindest hier diesen 200-Wochen-Kleinen-Durchschnitt gehalten haben, obwohl wir hier so tief durchgerauscht sind. Das ist eigentlich ein bullisches Zeichen. Sehen wir mal, also nehmen wir mal das Halving, das Bitcoin-Halving mal beiseite. Aber abgesehen davon waren die letzten Wochen doch durchaus bullisch bei Bitcoin. Und wir haben es sogar geschafft, wieder über diesen 20-Wochen-gleitenden Durchschnitt zu kommen, was, wenn man hier die Vergangenheit anschaut, immer so ein, ja, ich sag mal, ein Sprungbrett war für diesen Aufwärtstrend. Und natürlich im Gegenteil dazu, auch quasi als Barriere gedient hat während dem Abwärtstrend. So, wir sind jetzt hier schon seit einer geraumen Zeit, also seit dem Allzeithoch, was wir jetzt Ende 2017 markiert haben, ich sag mal, ist ja nicht eine sehr enge Range, aber eine Range zumindest. Und zwar in dieser Range pendelt Bitcoin zwischen $19.600, also dem Allzeithoch, und dem Tiefpunkt, was wir gemacht haben im November 2018 bei 3.100 und paar zerquetschte Dollar. Und wir bilden hier so ein bisschen ein symmetrisches Dreieck. Ihr erkennt es hier zum einen an dieser roten Abwärtstrendlinie und an dieser blauen, ja, türkisen Aufwärtstrendlinie, die ich mal hier gezeichnet habe. Aber wichtig ist eigentlich auch vor allem hier diese grüne immer noch, weil, wenn man es aus charttechnischer Sicht betrachtet, haben wir hier zum einen, wir haben diese Trendlinie gebrochen. Und was ganz oft bei der Chartanalyse oder was ein Chart generell oft macht, ist, dass nach so einem Bruch hier wird gerne dieselbe Trendlinie nochmal getestet. Das kann von oben oder von unten sein, das ist egal. Aber normalerweise wird diese Ausbruchtrendlinie nochmal getestet. Und das haben wir, oder da sind wir jetzt gerade dabei. Und deswegen ist diese aktuelle Phase eigentlich ganz interessant. Und ich wollte mal wieder ein Video über Bitcoin machen, weil man sollte Bitcoin nicht komplett abschreiben. Das hat zum einen natürlich Gründe, weil Bitcoin immer populärer wird, natürlich immer mehr Firmen akzeptieren jetzt Bitcoin. Und ja, die Adoption, also die Adaption, die Annahme, nennt man so, fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, die Adaption, die schreitet immer weiter voran. Und wir haben natürlich auch die Notenbanken, was die jetzt unglaublich viel Liquidität in den Markt pumpen, was natürlich das Fiat-Geld verwässert, also den Wert des Fiat-Geldes mindert. Und das begünstigt natürlich so, ja, so begrenzte Werte, wie zum Beispiel auch Gold, Silber und natürlich auch Bitcoin, weil Bitcoin und Gold sich ähnlich, ihren Eigenschaften ähnlich begrenzt sind. Deswegen sollte man auch Bitcoin nicht abschreiben.
Genau, wir sind jetzt hier wieder an dieser Aufwärtstrendlinie und ja, zeigen, ich würde es nicht sagen, dass wir hier Schwäche zeigen, aber wir kämpfen gerade mit einer Richtung. Und ich sag mal, die nächsten Tage werden entscheiden, weil wenn man hier so ein bisschen reinschaut, dann sehen wir hier ganz klar den Widerstand hier bei ungefähr 10.000 Dollar. Und 10.000 Dollar ist ein sehr, sehr signifikanter Widerstand. Den hatten wir hier einmal, hier nochmal ein zweites Mal. Ein zweites Mal und jetzt sind wir hier ein drittes Mal. Und wenn wir hier nochmal scheitern und hier vor allem dann auch jetzt in dem Tageschart, wenn wir hier Schwäche sehen und stärkeres Verkaufsvolumen, dann gehen wir nochmal den Weg nach unten. Und ich werde auch gleich sagen, bis wohin ich denke, dass wir gehen können und welche Chartformation sich ausbilden könnte. Ich würde noch kurz einen Blick auf das RSI werfen, weil das RSI ist auch sehr, sehr interessant bei Bitcoin. Wir haben hier im Prinzip diese drei Zonen. Wir haben ja die eine Zone über 55 ungefähr, 54. Wenn Bitcoin da drüber war, dann waren wir in einem Bullenmarkt. So, waren wir in dieser mittleren Zone von 42 bis 54 ungefähr, dann waren wir in der neutralen Zone. Das heißt, wir haben mehr oder weniger eine Seitwärtsphase, eine Phase, wo der Markt die neue Richtung gesucht hat. Und die kann entweder aufwärts oder auch abwärts sein. So, und natürlich haben wir noch den bärischen Bereich, das ist alles unter 42. Wenn Bitcoin da drunter war, dann war das mit großen Kursverlusten verbunden. So, jetzt sehen wir hier zum einen bei diesem großen Sell-off doch eine sehr, sehr schnelle Erholung, auch im RSI, natürlich auch im Kurs, aber das ist schon sehr, sehr bullisch, weil wir sind vom bärischen Territorium direkt wieder ins bullische Territorium hinaufgestiegen im RSI. Und das ist doch ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ein weiterer Aspekt, warum ich meine, dass die 10.000-Dollar-Marke so wichtig ist, ist die Chartformation, die sich hier bilden könnte. Und muss ich es gleich mal kurz raussuchen, wie man das denn zeichnen kann. Und zwar ist es eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich über mehrere Wochen, also wir sind es hier im Wochenchart, die sich über mehrere Wochen hier gebildet hat oder beziehungsweise sie gerade dabei ist, sich zu bilden. Jetzt habe ich es falsch gezeichnet. Sorry. Auch ich mache das nicht immer richtig. So, also nochmal linke Schulter gegen Kopf und jetzt haben wir es. So, und was ich jetzt glaube oder was gut möglich ist, dass wir hier nochmal an dieser 10.000 Dollar Market scheitern und dann den Weg nach unten eingehen. Das bedeutet, dass wir auch im Wochenchart hier diese 20 Wochen kleinen Durchschnitt und den 50er auch nach unten nochmal durchschreiten. Und quasi hier diese rechte Schulter ausbilden, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, die noch im Leeren ist, die quasi in der Zukunft ist. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt im Juni und auch im Juli noch also vor allem im Juni, einen Abwärtstrend sehen, einen vorübergehenden, mit einer Erholung im Juli und einem Breakout dann in Richtung Mitte August oder August, September rum, dann die 10.000 Dollar zu knacken und dann auch schlussendlich den neuen Aufwärtstrend, den langjährigen neuen Aufwärtstrend einzuleiten. Das ist das, woran der Kurs, also der Chart hier im Moment arbeitet. Das ist eine Theorie, das muss nicht so kommen, aber man soll in der Chartanalyse oder generell beim Trading und Investieren und Spekulieren, sollte man immer einen Schritt vorausdenken. Und das ist das, was ich gerade so im Kopf habe, worauf ich achte. Das heißt, also ich halte mich gerade noch zurück zu kaufen. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, ist nur das, was ich mache, meine eigene Meinung. Aber ich halte mich momentan zurück. Sollten wir jetzt nichtsdestotrotz hier jetzt in der nächsten Woche hier drüber brechen über 10.000 und dann auch Richtung, also über 11.400 gehen, also über diese rote Trendlinie, die auch ganz, ganz signifikant ist. Deswegen ist sie auch so dick rot, weil wenn wir da drüber sind, dann haben wir den neuen Bullenmarkt auch langfristig. Und es kann auch sein, dass wir das in der nächsten Woche schaffen, aber solange wir da nicht darüber sind, halte ich mich zurück mit Käufen, weil eben dieses Abwärtsszenario, also immer ein Abwägen von Chance und Risiko, das Abwärtspotenzial größer ist als das Aufwärtspotenzial momentan. Dieses Sentiment, dieser Gedanke, der ändert sich komplett, sobald wir über 10.000 Dollar sind oder sobald wir ungefähr bei 7.000 Dollar sind, weil das ist so die Region, wo dieses
rechte Schulter landen könnte. Also es ist immer schwierig zu sagen, die kann gleich hoch sein wie die linke Schulter, sie kann tiefer sein, sie kann aber auch höher sein, was natürlich bullisch wäre oder bullischer. Genau, und deswegen kann durchaus sein, dass wir dann hier wieder bei 7.000 Dollar landen und dann würde dieses kurzfristige bärische Sentiment von mir, also dass ich einen Abwärtstrend erwarte, sich komplett wieder ändern und ich würde eher dann wieder mit einem bullischen Auge auf den Chart schauen, in Antizipation, als dass wir dann hier diese Schulter vollenden, also wieder bis 10.000 Dollar steigen und dann diesen Breakout nach oben schaffen. So, einmal natürlich 10.000 Dollar ist signifikant, weil wir hier so ein wir hatten hier auch mal einen Widerstand, aber der ist jetzt nicht so relevant wie der akute jetzt hier. Und 10.000 Dollar ist auch so eine sehr psychologische Marke. Wenn wir jetzt wieder bei 12 sind, dann kommt wieder diese FOMO, ja, dann kommen wieder diese Gedanken, oh mein Gott, Bitcoin ist wieder auf dem Weg zu 20.000 Dollar und ich verpasse da wieder was. Also die breite Masse, der fängt dann womöglich wieder an so zu denken und das treibt den Kurs dann natürlich dann auch. Genau, und ja, 10.000 Dollar, also nicht natürlich, weil wir einmal diese psychologische Marke haben, aber auch, weil wir diese Schulterkopf-Schulter-Formation hier das bilden mit dieser Nackenlinie bei 10.000 und diese Abwärtstrendlinie, die auch immer flacher wird und Richtung 10.000 kommt, wenn wir da dann drüber sind. Das sind so drei, ich sag mal, drei Widerstände, die wir momentan haben. Wenn die überwunden sind, sehe ich eigentlich keinen signifikanten Widerstand mehr, auch neue Allzeithochs bei Bitcoin zu machen. So. Ja, und was mache ich jetzt? Ich kaufe meine Bitcoin und ja auch meine Altcoins. Ich kaufe eigentlich im Prinzip nur Ethereum und Ripple aus dem Grund, als dass Ripple, also die Firma Ripple, an die Börse gehen möchte, noch 2020 meines Erachtens. Und das bedeutet Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit. Und das kann den Kurs auch ja, enorm hypen. Deswegen kaufe ich auch Ripple. Und ich kaufe das mit der Bison-App von der Börse Stuttgart. Da findet ihr auch einen Link unten in der Beschreibung, wenn ihr da, also das ist so ein Freunde-Werbelink, und wenn ihr da über den Link euch anmeldet, kostenlos, und dann Bitcoin oder andere Kryptowährungen kauft, im Wert von 50 Euro kriegt ihr 10 Euro geschenkt. Und mit dem Code, mit einem Code, mit einem Aktionscode, Happy55, der kriegt ihr dann nochmal weitere 5 Euro in Bitcoin gutgeschrieben. So, also 15 Euro könnt ihr haben, wenn ihr euch über den Link unten in der Beschreibung anmeldet. Ich würde mich sehr freuen, weil ich kriege dann auch mal meine 10 Euro in Bitcoin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen an Informationen und hoffe, dass ihr in einem von den nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja, macht's gut. Ciao.